Herzlich willkommen zu meinem heutigen Webinar. Es ist 20 Uhr, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Falls nicht, bitte alle mal irgendwie was reinschreiben oder so, aber ich glaube, das müsste gehen. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt von den einen oder anderen, der noch ein bisschen später kommt. Wir fangen trotzdem an, damit Sie nicht warten müssen auf die, die noch nicht da sind. Was erwartet Sie heute? Ist das Thema Wechselmodell. Wir beschäftigen uns also mit der Frage, was ist das Wechselmodell? Wie funktioniert das Wechselmodell? Kann man das Wechselmodell gerichtlich anordnen? Welche Rechtsauffassungen gibt es da in Deutschland bzw. in Europa? Welche Voraussetzungen sind für das Wechselmodell nötig? Warum kann es nicht gehen? Welche Einschränkungen gibt es? Wann ist ein Wechselmodell zum Scheitern verurteilt? Ist das Wechselmodell die beste Lösung? Oder gibt es auch noch andere Alternativen, die besser oder schlechter oder zumindest anders sind zum Wechselmodell? Damit beschäftigen wir uns, gehen ein bisschen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen ein, auf Urteile, ein bisschen auf Gesetze. Danach machen wir eine kleine Fragen-Antworten-Runde, wo Sie, liebe Zuhörer, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Ihre Fragen und Antworten stellen können. Und dann hoffe ich, dass wir relativ pünktlich um 21 Uhr mit unserem Seminar durch sind, damit das nicht zu langweilig für Sie wird. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon einen kurzweiligen Abend und bitte bleiben Sie bis zum Ende dran. Also die erste Frage, die wir haben, ist, was ist ein Wechselmodell? So, grundsätzlich ist ein Modell, oder jedes Modell, bei dem das Kind hin und her wechselt von einem Elternteil zum anderen, ist ein Wechselmodell. Worüber wir heute reden, ist auch das Wechselmodell, was umgangssprachlich als Wechselmodell bezeichnet wird, was aber vielmehr natürlich den Begriff paritätische Doppelresidenz rechtfertigt. Also wir reden heute über die paritätische Doppelresidenz. Ich benutze allerdings den umgangssprachlichen Begriff Wechselmodell. Trotzdem, dieser Unterschied sollte man sich bewusst machen, denn auch ein Kind, was vielleicht 5 Tage bei einem Elternteil ist, wechselt ja selbstverständlich von einem Elternteil zu dem anderen Elternteil. In der paritätischen Doppelresidenz hat das Kind aber im Vergleich zu den anderen Wechselmodellen 2 paritätische gleiche Kontakte mit beiden Elternteilen und quasi 2 gleichwertige Lebensmittelpunkte von der Quantität. So, und da ist die Frage, wie funktioniert ein Wechselmodell? Klassisch und am geläufigsten ist das Wechselmodell eine Woche Mama, eine Woche Papa. Aber es sind auch andere Modelle denkbar und an die sollte man bitte auch denken. Das kann also ein Modell sein, wo wir 2 Tage bei dem einen Elternteil sind, also Montag, Dienstag in jeder Woche beispielsweise bei Mama und Mittwoch, Donnerstag dann jeweils 2 Tage bei dem anderen Elternteil, also hier Mama, hier beispielsweise Papa und an dem Wochenenden jeweils 3 Tage immer im Wechsel bei einem Elternteil. Ist auch ein Wechselmodell, auch wenn es von dieser klassischen Vorstellung eine Woche hier, eine Woche da abweicht. Also Wechselmodell bedeutet nur, dass es paritätisch aufgeteilt werden muss, aber nicht, dass es unbedingt eine Woche sein muss. Bei diesem Modell gibt es natürlich entscheidende Vorteile, weil hier hat jeder Elternteil beispielsweise einen festen Tag. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt Dienstag mit meiner Tochter reiten gehen will, kann ich das an jedem Dienstag machen, weil ich einen festen Tag habe. Oder ne, am Donnerstag bin ich als Vater dran, will mit meinem Kind Fußball spielen. Alles klar, habe ich den festen Donnerstag, kann jeden Donnerstag mit dem Kind Fußball spielen und die Wochenenden haben wir schön aufgeteilt. Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Wechselmodell? Darauf mal kurz eingehen. Die gibt es grundsätzlich in Deutschland nicht. Es gibt zwar ein paar Vorgaben von der europäischen Gesetzgebung, die in nationales Recht umgewandelt werden sollen, bis heute aber nicht sind. Deswegen gibt es in unserer deutschen Gesetzgebung kein Wechselmodell. Das sollte man sich also auch verinnerlichen. Da kann man nichts fordern. Dennoch ist es so, dass das Wechselmodell gerichtlich angeordnet werden kann. Da muss man aber auch aufpassen. Das heißt, ja, es kann angeordnet werden. Ja, aber da gibt es 2 wichtige Sachen, die man beachten muss. Erstens, dass das Wechselmodell ist kein
Umgangsrecht, sondern das Wechselmodell ist eine sorgerechtliche Regelung, weil der Gesetzgeber momentan in seiner klassischen Gesetzgebung noch davon ausgeht, dass es einen betreuenden Elternteil gibt, der also die Hauptverantwortung hat fürs Kind, und es gibt einen Umgangselternteil, der nur Umgang hat. Umgang bedeutet deutlich weniger als 50%. Umgang bedeutet nur Aufrechterhaltung eines Kontaktes, also nur ein Umgang. So nach dem Motto, hey, den kenne ich noch. Das kann alle 3 Wochen, alle 2 Tage oder alle 3 Tage für eine Stunde sein. Es ist egal. Umgang bedeutet nur, es muss Kontakt gehalten werden. So, das ist das, wovon unsere Gesetzgebung ausgeht. Deswegen kann also im Umgangsverfahren das logischerweise nicht angeordnet werden, weil ein Umgang ja entsprechend für die Aufrechterhaltung von Kontakten ist und eben keine Sorgerechtsfrage. Das heißt, wenn ich ein Wechselmodell haben will, bin ich immer in einem Sorgerechtsverfahren. Nur in diesem Sorgerechtsverfahren kann ich auch ein Wechselmodell bekommen. Hier ist es so, da hat der Bundesgerichtshof auch gesagt, ein Wechselmodell kann auch gegen den Willen des anderen Elternteils angeordnet werden. Übrigens da auch der Bundesgerichtshof sagt, das kann man auch machen im Rahmen der Amtsermittlungspflicht, wenn nur ein Umgangsverfahren beantragt ist. Da gibt es momentan also sehr viele unterschiedliche Rechtsauffassungen innerhalb Deutschlands. Frankfurt, Oberlandesgericht Frankfurt hat das erst, ich glaube, im Februar wieder bestätigt, ein Urteil oder letztes Jahr, dass das eben im Umgangsverfahren nicht geht, sondern separat nur im Sorgerechtsverfahren, das über ein Umgangsverfahren nicht geht. Also deswegen bitte aufpassen, Wechselmodell kann zwar vereinbart werden, kann auch angeordnet werden, aber ist eine sehr schwammige Rechtsprechung. So, sind wir schon bei dem Punkt der Rechtsprechung. Welche Voraussetzungen sind für das Wechselmodell notwendig? So, und hier hat der Bundesgerichtshof schön zitiert aus einem Leitsatz eines früheren Urteils, die auf ein, das habe ich nur abgeschrieben, weil das kriege ich so schön nicht auswendig hin, die auf ein paritätisches Wechselmodell gerichtete Umgangsregelung setzt eine bestehende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus. Das bedeutet also, erst wenn die Eltern oder nur wenn die Eltern kommunizieren und kooperieren können, kann es ein Wechselmodell geben. Ist eine Kommunikations- oder Kooperationsbereitschaft nicht vorhanden, kann ein Wechselmodell laut deutscher Rechtsmeinung nicht durchgeführt werden. Der Bundesgerichtshof führt dazu weiter aus, dem Kindeswohl entspricht es daher nicht, ein Wechselmodell zu diesem Zweck anzuordnen, eine Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit erst herbeizuführen. Das heißt, wir als betroffene Eltern und auch viele Experten sind der Meinung, dass ein Wechselmodell wahrscheinlich durchaus, auch wenn es angeordnet wird, wenn die Kooperationsfähigkeit vielleicht noch nicht gegeben ist, dass durch das Wechselmodell eine Kooperations- und Kommunikationsbasis hergestellt werden würde und sicherlich im Interesse des Kindes wäre. Die deutsche Rechtsprechung, und daran orientiert sich sowohl jedes einzelne Familiengericht als auch das Oberlandesgericht und auch der Bundesgerichtshof, sagen aber ganz klar, das ist ja schön und gut, das könnte ja sein, dass das mit dem Wechselmodell besser ist, aber unsere Rechtsprechung sieht das nicht vor. Und deswegen, wenn eine Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft nicht gegeben ist, gibt es kein Wechselmodell. Das ist also das, was viele betroffene Eltern, egal ob Väter oder Mütter, falsch machen. Die wollen ein Wechselmodell, ohne dass eine Kooperations- oder Kommunikationsbasis herrscht. Also kann ich das auch nicht machen. So, die Frage ist, was sich daraus natürlich ableitet, welche Einschränkungen gibt es beim Wechselmodell? Ist ganz klar, wenn die Voraussetzungen für ein Wechselmodell nicht vorliegen, dann kann es kein Wechselmodell nicht sehen und geben. Und eine wesentliche Voraussetzung, hat der Bundesgerichtshof bestätigt, ist eben diese entsprechende Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit.
Das ist das eine. Das nächste ist natürlich, dass auch eine gewisse räumliche Nähe vorhanden sein muss. Wenn der eine Elternteil in Hamburg wohnt und der andere Elternteil in München, dann, meine lieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ist es logischerweise sehr schwer, ein Wechselmodell durchzuführen. Das kann vielleicht, nein, kann auch nicht im Kleinalter, weil da ist das Kind zu klein, um solche Strecken zu reisen, alle 2, 3 Tage. Und weitere längere Abstände würden bei einem 2-jährigen Kind nicht funktionieren. Und spätestens mit der Einschulung muss das Kind irgendwo zur Schule gehen. Das geht auch nicht, wenn der eine in Hannover und der andere in Braunschweig wohnt. Ist man zwar schnell hingefahren, aber macht ein Wechselmodell sicherlich auch schwierig, weil der Junge oder die Tochter möchte nach der Schule vielleicht zu Fuß zu den Freundinnen gehen oder möchte im Reitverein oder im Fußballverein entsprechend aktiv werden. Und dementsprechend brauche ich dann, wenn die Eltern zu weit auseinander wohnen, ein anderes Modell, geht das Wechselmodell meistens nicht mehr. So, da kommen Fragen, habe ich gesehen. Wir sammeln die Fragen, gehe ich am Ende dann drauf ein. Wann ist ein Wechselmodell zum Scheitern verurteilt? Das ist immer dann, das war eine Frage, die ich vorher bekannt gegeben habe, natürlich dann, wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen, die Eltern also nicht miteinander reden wollen oder können oder im Wesentlichen, wenn die Eltern zu weit auseinander wohnen. Wobei auch hier die Frage des Auseinanderwohnens ein sehr ungenauer oder ein undefinierter Rechtsbegriff ist. Denn da gibt es keine Grenze, wo man sagt, ab 31 Kilometer geht ein Wechselmodell nicht mehr und bis 30 Kilometer geht es oder bis 17 Minuten kann man ein Wechselmodell machen. Das geht nicht. Ich habe in Berlin einen Fall, da haben wir ein Wechselmodell. Da wohnt ein Elternteil Stadtmitte und der andere Elternteil am Stadtrand und die kriegen ein Wechselmodell hin. Da sind irgendwie so, ich glaube, 11 Straßenbahnstationen dazwischen und die kriegen ein Wechselmodell derzeit hin. Gibt sicherlich auch in anderen Städten, wo man dann auf dem Land 10 Kilometer auseinander wohnt. Da kann man vielleicht auch, gerade wenn ich jetzt hier an Ostfriesland oder sowas denke, da kann man das vielleicht auch machen. Da ist das ja 10 Kilometer das normaler Schulweg für einen Erstklässler. So, dann die nächste Frage. Das wird häufig immer thematisiert. Es gibt Fans vom Wechselmodell. Eine Frage ist, das Wechselmodell die beste Lösung. So, da gibt es Leute, die stellen sich auf den Standpunkt und sagen, ja, das Wechselmodell ist das Allertollste, weil nur mit dem Wechselmodell herrscht Frieden und nur mit dem Wechselmodell herrscht Gleichberechtigung und das ist das Allerschönste und das ist die absolute Perfektion. Und das, meine lieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, mag vielleicht in dem Einzelfall auch zutreffen, aber hier möchte ich davor warnen, das als absoluten Perfektionsanspruch in die Welt zu setzen, denn es mag Fälle geben, da ist das Wechselmodell das Beste für diesen einen Fall, weil die Rahmenbedingungen dafür stimmen, die Eltern wohnen nebeneinander, verstehen sich halbwegs, können miteinander reden, die Schule ist von beiden Elternhäusern oder Kindergarten von beiden Elternhäusern aus gut erreichbar und so weiter. Beide Eltern haben auch entsprechend Zeit, sich ums Kind zu kümmern, sind also viele Fragen. Da mag das Wechselmodell in vielen Fällen das richtige Modell sein. Aber es ist nicht in jedem Fall das richtige Modell. Und deswegen muss man hier aufpassen, dass man hier in eine Pauschalisierungsfalle gerät. Das sollte man nicht machen. Und hier sollten Eltern, die zwar gerne ein Wechselmodell haben wollen, das auch in der Realität berücksichtigen und gucken, liegen zunächst die Voraussetzungen für ein Wechselmodell vor. Wenn die Voraussetzungen für ein Wechselmodell nicht vorliegen, dann sollten diese Eltern, egal ob Vater oder Mutter, das auch anerkennen und selber sagen, hey, klar, wäre von meiner Seite aus ein Wechselmodell super gerne machbar. Ich hätte gerne ein Wechselmodell, das wäre toll. Ich finde das Wechselmodell grundsätzlich auch gut und ich hätte nichts gegen ein Wechselmodell einzuwenden, aber wenn die Voraussetzungen vorliegen würden, aber hier sind die Voraussetzungen für ein Wechselmodell nicht gegeben. Und so wie es aussieht, sind die nicht gegeben. Und deswegen müssen wir halt darüber reden, ob das Kind bei mir oder bei dem Vater bzw. der Mutter
leben sollte. So, und dann muss man, dann ist man nämlich auch offen, sich für Alternativen zu öffnen, die man dann auch anbieten muss, weil ansonsten, wenn ich mich auf das Wechselmodell einschieße und mir ganz klar erklärt wird, das geht nicht, dann habe ich verloren, dann habe ich auch keine alternativen Chancen mehr. Deswegen ist die Frage, welche Alternativen gibt es zum Wechselmodell? Da gibt es natürlich das ganz klassische Modell der Ehe. Ja, also die Eltern trennen oder eheähnliche Verhältnisse. Die Eltern leben also glücklich zusammen, lassen sich nicht scheiden, kriegen ihre Kinder gemeinsam groß. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, soll es aber immer noch geben. So, dann gibt es natürlich das klassische Residenzmodell. Das bedeutet, das Kind, die Tochter, der Sohn, lebt bei einem Elternteil, egal ob Vater oder Mutter, und besucht den anderen Elternteil regelmäßig oder unregelmäßig oder gar nicht. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Fremdunterbringung. Das heißt, das Kind lebt irgendwo anders im Kinderheim, bei den Großeltern oder irgendwo anders. Kinderheim sagt manchmal, heißt heute Wohngruppe. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit des sogenannten Nestmodells. Sollte man vielleicht mal gehört haben, ist auch interessant. Also das Kind kriegt sein eigenes Zuhause, das Kind bleibt in der Ehewohnung wohnen, die Eltern fliegen raus, suchen sich beide eine eigene Wohnung oder ziehen bei ihrem Liebhaber, ihrer Liebhaberin ein oder bei den Eltern und besuchen abwechselnd das Kind in seiner eigenen Wohnung. Dann gibt es noch das Internat-Fremdunterbringungs-Nestwechselmodell, so nenne ich das jetzt mal. Also wir packen das Kind auf ein Internat von Montag bis Freitag und außerhalb dieser befristeten Fremdunterbringung auf dem Internat ist das Kind also im Wechselmodell am Wochenende immer abwechselnd, mal bei dem einen Elternteil, mal bei dem anderen Elternteil und auch die Ferien verbringt es abwechselnd bei den Elternteil. Das heißt, Sie sehen also, es gibt durchaus, ich habe jetzt hier 5 Alternativen genannt zu einem Wechselmodell und dementsprechend mal ist das eine das Beste. Ja, vielleicht ist für den einen oder anderen das Sportinternat eine super Lösung. Für den nächsten ist ein Residenzmodell bei der Mutter. Wow, das Beste, weil der Vater eh keine Zeit hat. Für den nächsten ist ein Residenzmodell beim Vater super, weil die Mutter Schichtarbeit hat und vielleicht einen an der Waffel hat und keine Zeit fürs Kind hat. Oder dass die Unterbringung bei den Großeltern, mag es durchaus doch auch Fälle geben, wo das völlig gerechtfertigt ist, weil beide Eltern keine Zeit haben. Oder wenn beide Eltern Säufer sind, mein Gott, dann wäre vielleicht sogar eine Fremdunterbringung gerechtfertigt. So, das war jetzt von mir im Schnelldurchlauf. Wow, ich glaube 17 Minuten. Zusammenfassung Wechselmodell. Ich hoffe, Sie konnten aufmerksam folgen. Ich bin ein Freund davon, viele Sachen nicht zu wiederholen, weil diejenigen unter Ihnen, die eine schnelle Auffassungsgabe haben, fühlen sich sonst gelangweilt. Diejenigen, die eine langsame Auffassungsgabe haben, können gegebenenfalls nebenbei immer mitschreiben oder am Ende ruhig auch in der Frage- und Antwortenrunde das ein oder andere, was dann zu schnell war oder was nicht richtig verstanden wurde, gerne nochmal nachfragen. Dann möchte ich auch gleich mit der Frage- und Antwortrunde beginnen. Das heißt, meine lieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Sie können gerne schon Ihre Fragen aufschreiben. Ich gehe alle Fragen durch. Möchte in diesem Zusammenhang gerne nochmal auf Seminare hinweisen. Wir werden ab September, Oktober ungefähr wieder mit Live-Seminaren vor Ort starten. Das ist ja kurz vor Corona, hatten wir das gestartet, wollten das machen. Und das ist dann durch die Corona-Krise natürlich zum Erliegen gekommen. Da hatten wir ursprünglich eingeplant, das Ganze als Tagesseminare zu machen. Da, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, werden wir uns aber auf 2 Tagesseminare stürzen, sodass wir also richtig Zeit miteinander verbringen. Planen Sie sich das schon mal ein, würde ich mich freuen, den einen oder anderen wiederzusehen. Wird im September und Oktober wahrscheinlich stattfinden. Einmal wahrscheinlich Berlin und einmal so im Westen der Republik, Ruhrgebiet, Düsseldorf, irgendwie sowas ganz grob in der Ecke oder vielleicht auch ein bisschen weiter südlich Richtung Frankfurt, Stuttgart, irgendwie so in die Ecke, sodass auch alle aus ganz Deutschland an diesen Seminaren teilnehmen können
und das gerecht aufgeteilt ist, dass also jeder die Möglichkeit hat, an diesen Seminaren teilzunehmen. Da haben wir dann 2 Tage Zeit füreinander und können entsprechend in die Tiefe gehen. Machen wir Einzelarbeit, Gruppenarbeit und entsprechende Coachings. Ich sehe hier, hier sind einige Hände oben. Ich weiß nicht, wofür. Ich hoffe, Sie können mich hören, können mich sehen. Ansonsten bitte Fragen gerne reinschreiben in den Text. Das müsste hier unten irgendwie so ein Fenster sein. Da können Sie reinschreiben. Ich nehme die Hände mal runter. So, und dann habe ich hier nämlich auch schon die erste Frage von vorhin, von dem Michael. Der Michael schreibt übrigens, meine lieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die das erste Mal heute dabei sind, ich werde Fragen immer mit Vornamen ansprechen. Ich denke, dadurch ist eine gewisse Anonymität durchaus gewährleistet. Und es ist trotzdem noch etwas Persönliches. Also Michael schreibt zur Kooperationsbereitschaft. Das bedeutet dann aber auch, dass ein Wechselmodell vom betreuenden Elternteil schlichtweg dadurch boykottiert werden kann, indem dieser jegliche Kommunikation verweigert. Teil A, ja. Und dann schreibt Michael weiter, hat dann meistens auch monetäre Gründe. Thema Unterhaltszahlung. Ja, das ist so. Selbstverständlich. Ein Tag mehr das Kind, also ein 8:6 Modell oder 9:5, bedeutet vollen Unterhaltsanspruch für den Vater bzw. für die Mutter oder umgekehrt eine volle Leistungspflicht für den Umgangselternteil. Angefangen bei Unterhalt, also Kindesunterhalt, Betreuungsunterhalt, Kindergeld, Fahrtkosten und so weiter. Das heißt, in 1-2 Tagen mehr hat man am Ende des Monats ungefähr 1.000 Euro oder je nachdem vielleicht sogar 2.000 oder 3.000 Euro mehr zur Verfügung. Das ist eine beliebte Strategie, die natürlich gemacht wird und davon kenne ich ganz, ganz, ganz viele Fälle, wo das versucht wird und deswegen sollte man aber in diesen Fällen, das ist das, was ich vorhin sagte, auch ganz klar sagen, hey, wow, hier, so wie das aussieht, die Mutter und ich, da ist überhaupt keine Kooperationsbereitschaft. Von meiner Seite aus wäre ich durchaus für ein Wechselmodell. Bei dieser mangelnden Kooperationsbereitschaft kann ich mir aber kein Wechselmodell vorstellen. Und es ist leider die Mutter, die hier jegliche Kommunikation ablehnt. Und das gehört natürlich auch zur Elternfähigkeit dazu, dass man hier den anderen Elternteil nicht ablehnt. Und für mich ist das eine wesentliche Form der Erziehungseignung. Und darauf sollte man, wenn ein Elternteil also ein Wechselmodell boykottiert durch entsprechende Kooperationsverweigerung, dann sollte man diesen Punkt genau ansprechen, wenn man bei einer Begutachtung oder in dem Gerichtsverfahren oder beim Jugendamt ist, und halt signalisieren, hey, ich würde gerne reden, ich bin derjenige. Wenn das Kind wieder bei mir lebt, dann können wir selbstverständlich reden, ich werde den Umgang fördern, ich werde der Mutter keine Steine oder dem Vater keine Steine im Weg legen und so weiter. Das heißt, ich gehe dann aber nicht mehr auf Wechselmodell, sondern ich gehe dann auf das Ganze. Wenn der andere faul spielt, dann muss ich da natürlich auch dieses Foul ansprechen und kann nicht mehr auf Kuschelkurs gehen. So, Michael schreibt weiter, mit anderen Worten, der Elternteil, der mit weniger Umgang, selbst mit 49%, trägt sämtliche Betreuungskosten. Ja, ich glaube, bei 49% gibt es Gerichtsurteile, habe ich gehört, wo das als Wechselmodell ausgelegt wird. Ich glaube, die Grenze liegt irgendwie bei zwischen 47% und 48%. Nagelt mich da bitte nicht auf eine genaue Stunde fest. Aber es ist tatsächlich so, derjenige mit weniger Umgang, sagen wir mal mindestens bei 45%, 45%, Pech gehabt. So, Martina schreibt, einmal ausblenden, wenn mangelnde Kooperationsbereitschaft vorliegt, bleibt dann das Kind bei dem verweigernden Elternteil. Ja, liebe Martina, genau das passiert häufig. Deswegen ist das eine typische Strategie, wenn man das Kind erstmal hat, dass man in diese mangelnde Kooperationsbereitschaft geht und dann sagt, ja, da können wir natürlich kein Wechselmodell machen. Und deswegen ist das, was ich auch eingangs sagte, dann muss ich raus aus einem Umgangsverfahren. Ich muss hier also, wenn ich das Kind mehr haben will, also ich bin
Umgangs Daddy oder ausgegrenzte Mutter. Und ich will ein Wechselmodell haben, das werde ich niemals fordern können, solange der andere Elternteil solche Spielchen macht. Das heißt, ich muss dann natürlich in die Vollen gehen und entsprechend hier auch im Zweifelsfall das Sorgerecht fordern und mich als kooperationsbereiter und kommunikationsbereiterer Elternteil präsentieren. Dazu muss ich natürlich an mir arbeiten, da muss ich auch natürlich ein paar Hürden nehmen und so weiter und dann auf den anderen Elternteil zugehen. Und so, und dann habe ich doch die Möglichkeit, entweder geht der andere Elternteil auch dann mit drauf ein, auf diese Kooperationsbereitschaft, dann kriege ich hinterher ein Wechselmodell. Oder der andere Elternteil, und das ist das, was ich immer häufiger erlebe, verweigert diese Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft und verliert am Ende das Sorgerecht. Und statt ein Wechselmodell, statt das Residenzmodell, was der dann hat, der oder die, geht es hinterher über in ein Umgangsmodell. Rums. Und dann verhandle ich nicht mehr über Wechselmodell. Wenn jemand nicht bereit ist zu kommunizieren, kann es kein Wechselmodell geben. So, Thomas schreibt, ich habe mit der Kindesmutter Kommunikation per WhatsApp und per Mail. Telefonieren wird boykottiert. Reicht das für ein Wechselmodell aus als Kommunikation? Das ist eine schöne Frage. Das ist so, wie viele Kilometer reichen aus, dass wir ein Wechselmodell machen können? Auch hier gibt es keine quantitativ messbare Zahl, die man angeben kann, wo man sagt, ja, wenn die einmal die Woche telefonieren, 4 Minuten reicht, oder die müssen zweimal die Woche 30 Minuten telefonieren. Das wird von Fall zu Fall sicherlich auch unterschiedlich ausgelegt. Kommunikation per WhatsApp und per E-Mail kann konstruktiv sein. Wenn man sich dann bei den Übergaben noch die Hand gibt und alle Probleme lösen kann per WhatsApp und per E-Mail, dann ist ja eine ausreichende Kommunikationsbasis geschaffen. Wenn jetzt aber selbst das Telefonieren, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter und sage, es wird sogar telefoniert, nur in gegenseitigen Vorwürfen besteht und man nichts auf die Reihe bekommt und sich gegenseitig nur fertig macht, dann bin ich noch nicht bei einer Kommunikationsbasis. Also muss man hier genau gucken, was liegt als Kommunikationsbasis vor, wo kann man eventuell noch verbessern, was wäre hier noch verbesserungswürdig, was könnte das Gericht kritisieren, und genau diese Punkte fordert man dann ein. Das heißt, lieber Thomas, hier könnten Sie zum Beispiel an die Mutter auch per WhatsApp mal schwierige Fragen stellen und sagen, Mensch, hier liebe Mutter, das ist ja ein Thomas schreibt sogar weiter, das war das, was ich gerade vorschlagen wollte. Ich habe die Initiative ergriffen und Elternberatung organisiert zur Verbesserung der Kommunikation. Ist das gut? Ja, wenn es organisiert ist und Sie gehen jetzt in die Elternberatung zum Beispiel regelmäßig, dann haben Sie ja eine Kommunikation. Ne, das heißt, Sie reden über die Probleme, Sie reden über die Einschulung, über die Zeugnisse, über Corona, über Impfen, Taufe, Kommunikation, Hochzeiten, wer wann mit wem in Urlaub geht. Wenn Sie über diese Probleme alle reden können und sich gegenseitig nicht die Augen auskratzen, dann sollte das grundsätzlich erstmal reichen als Kommunikationsmittel. Und dann sollte man natürlich auch in dieser Elternberatung ganz, ganz wichtig wissen, mit welchen Themen gehe ich rein in die Elternberatung. Was ist also mein Ziel in der Elternberatung? Jetzt kann ich natürlich in die Elternberatung gehen und darüber streiten, wer 2015 den Müll nicht rausgebracht hat. Das bringt mich nicht weiter. Das ist keine Kommunikationsbasis, sondern ich muss halt gucken, hey, welche konkreten Maßnahmen wollen wir, liebe Mutter, du und ich jetzt treffen, um hier unsere Kommunikation zu verbessern. Und dann bin ich ja immer auf einem guten Weg. So, und wenn die Mutter das alles mitmacht, regelmäßig, oder der Vater, dann habe ich entsprechend auch den Nachweis für eine gute Kommunikation. Deswegen ist es auch hier gut. Also erster Schritt ist natürlich Elternberatung, aber von mir ist auch zweiter Schritt, organisieren, wenn die stattfindet. Nächster Schritt ist dann bitte auch diese Elternberatung wirklich durchorganisieren. Das heißt, mit einer Themenliste reingehen, unwichtige Themen wegschmeißen, also filtern, fokussieren, welches sind die wichtigen Themen. So,
Dann Viktor schreibt, was ist, wenn der andere Elternteil auch sonst mit anderen kaum redet? Dann ist das ein Indiz dafür, dass dieser andere Elternteil sicherlich die Probleme hat und nicht Sie, lieber Viktor. Wenn Sie, lieber Viktor, mit allen Leuten reden können, aber der andere Elternteil mit niemandem reden kann, dann muss man sich das genau angucken. Wenn man dann in eine Begutachtung geht, kann man auf diesen Umstand hinweisen und sagen, wow, ich würde gerne mit dieser Person reden. Diese Person will nicht mit mir reden, diese Person will mit ihrer Mutter, mit ihrer Schwester, mit ihrem Bruder, mit ihren Eltern, mit ihren Nachbarn, die redet mit niemandem. Das heißt, wow, mit dieser Person ist es schwierig zu reden, die lehnt in mir die Kommunikation ab. Ich kann mit allen anderen Ex-Frauen, Ex-Männern, Ex-Schwestern, Ex-Brüdern, was weiß ich, immer noch reden. Die Kindesmutter, so, Frage, glaube ich, beantwortet. Die Kindesmutter wirft mir jedoch vor, also Thomas schreibt nochmal, die Kindesmutter wirft mir jedoch vor, ich würde sie per E-Mail und WhatsApp terrorisieren. Das ist unwahr. Wie macht sich das bemerkbar auf das Wechselmodell? So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lieber Thomas, sind Sie mit der Mutter in einer Beratungsstelle, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, Elternberatung. Das wäre ein typisches Thema, was man in der Beratungsstelle klärt und sagt, wow, über welche Themen wollen wir denn WhatsApp schreiben? In welcher Häufigkeit darf es denn WhatsApp geben? Reicht denn hier eine Kommunikation, Elternberatung auf? Auch WhatsApp, wenn ich jeden Tag 27 WhatsApp-Nachrichten schreibe, und irgendwelche unverschämten Forderungen stelle oder alle 3 Tage eine E-Mail, auf die ich eine Antwort will, wow, finde ich eine Zumutung. Muss auch nicht sein, kann ich den einen oder anderen verstehen. Also sollte man auch hier Regeln aufstellen, über welche Themen informieren wir uns. Also ich habe das Kind bei mir, stehe im Stau, komme 5 Minuten später, ist das sicherlich eine WhatsApp wert. Ist das Kind gerade bei der Mutter 3 Tage und ich schreibe 5-mal am Tag, hey, ich will wissen, wie es meinem Kind geht, dann ist das eher Richtung Terror zu verstehen. Auch hier gibt es, in der Psychologie gibt es nie generalisierende Lösungsansätze. Auch hier gibt es keinen Maßstab. Das ist das Doofe in der Psychologie. Ich habe mal Kaufmann ursprünglich gelernt in meinem ersten Leben. Das war schön. Da gab es 1 + 1 war immer 2. Das ist heute, glaube ich, noch so. Und ist, glaube ich, auch in anderen Ländern so. Das heißt, da kommt immer dasselbe bei raus. Und in der Psychologie gibt es diesen klaren mathematischen Berechnungen nicht. So, ein anonymer Zuschauer schreibt, wow, wir haben anonyme Zuschauer, auch sehr schön. Kommunikationsbereitschaft gibt es. Wir nehmen Beratung in Anspruch, aber Wechselmodell wird von der Mutter rigoros abgelehnt. Vorgeblich damit die Kinder ihre gewohnte Umgebung behalten. Das ehemalige Familienhaus, aus dem ich ausgezogen bin, okay, Nebensache ist das, ist, wenn sich nicht ist, wenn sich das nicht ändert, der Weg über das Sorgerecht wirklich die einzige Chance. Ist das die einzige Chance? Nein. So wie Sie die Frage stellen, ist das ein absoluter Begriff, aber es ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich eine sehr gute Chance. Auch hier müsste man dann natürlich gucken, wow, bitte das, was ich jetzt beantworte, immer nur auf Basis der Fakten, die ich kenne. Um es besser zu beraten, muss man sich natürlich in dem Einzelfall das angucken. Ich würde hier gucken, dass man erstmal vorgeht und sagt, ja, ich würde auch nicht über ein Wechselmodell reden. Das lehnt die Mutter selbstverständlich rigoros ab, sondern ich würde hier gucken, dass ich hier scheibchenweise, so ein bisschen mit Salamitaktik, den Umgang nach und nach ausweite. Immer mit guten Begründungen, also beispielsweise, wow, wir wollen jetzt mittwochs der Toni oder die Julia oder was weiß ich und ich, wir wollen jetzt mittwochs immer zum Fußball oder zum Reiten. Liebe Mutter, hast du was dagegen, wenn ich am Donnerstag mit dem Jungen zum Fußball, zum Reiten oder was weiß ich gehe? Also ich mache das immer scheibchenweise, so dass ich dann plötzlich irgendwann zufällig beim Wechselmodell bin. So, das ist die kurze Antwort dabei. Das ist natürlich ein Prozess, der etwas länger dauert und der sicherlich komplizierter in der Umsetzung ist, als das jetzt erklärt zu haben.
So, Michael schreibt, welche Beratungsstellen würden Sie empfehlen und wie kann der andere, also der betreuende Elternteil, idealerweise darüber informiert werden, dass eine Elternberatung gewünscht wird? Ja, wie informiere ich einen anderen Menschen, wenn ich von dem was will? Da gibt es die Möglichkeit der Brieftaube, Rauchzeichen. Ich kann einen Brief schreiben, den kann ich direkt schreiben. Ich kann mit der anderen Person sprechen. Ich kann den Telefonhörer in die Hand nehmen. Ich kann WhatsApp-Nachrichten schreiben, Telegram, E-Mail, SMS. Also ich sehe, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da muss ich mal gucken, welche Kommunikationskanäle funktionieren. Im Idealfall schlage ich das natürlich schriftlich vor, sage, Mensch, liebe Ursula, liebe Renate, ich finde das, du hast ja beim letzten Mal gesagt, unsere Kommunikation muss sich verbessern oder das Gericht hat das gesagt. Was hältst du denn davon, wenn wir beide in die Beratungsstelle gehen? Der andere Ansatz ist, man kann das übers Jugendamt machen. Also auch dorthin gehen und sagen, wow, ich möchte hier die Mutter besser verstehen, würde hier gerne mit der Mutter in eine Beratung gehen. Kann man beim Jugendamt beantragen. Also das war jetzt der zweite Teil der Frage. Wie informiert man den darüber? Also man informiert ihn nicht nur darüber, dass man es will, sondern man lädt ihn natürlich ein. So, welche Beratungsstellen würde ich empfehlen? Keine und alle. Aus zweierlei Gründen. Erstens keine und alle, weil die alle nach einem ähnlichen Muster arbeiten und alle Probleme haben. Die offiziellen Beratungsstellen haben ein Problem. Das liegt daran, dass die wenig Zeit haben. Die arbeiten nach einem sehr strengen Zeitplan und da ist es dann häufig so, nicht immer, dass man sich nur 45 oder 60 Minuten, manchmal in seltenen Fällen 90 Minuten Zeit nimmt. Das ist ein Problem. Das gefällt mir nicht. Da würde ich immer eine private Beratungsstelle bevorzugen, weil man kommt häufig nach 60 Minuten vielleicht an einen Punkt, wo man kurz vor einem Durchbruch ist in einer Beratung. So, und dann guckt der Berater, die Beraterin auf die Uhr, sagt, ja, tut mir leid, wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Und dann fange ich in 3 Wochen das Thema wieder bei Null an. Deswegen bin ich ein Freund von privaten Beratungsstellen. Ich biete auch solche Beratungen an, habe das auch schon sehr oft gemacht. Und wir nehmen uns dann manchmal auch 2, 3 Stunden am Stück Zeit, wenn beide Eltern das wollen, und arbeiten halt so lange an einem Problem, auch immer nur an einem Problem, bis wir eine Lösung gefunden haben. Das kann sein, dass wir nach 45 Minuten fertig sind, dann gehen die nach Hause. Das kann aber auch mal sein, dass wir 2 Stunden brauchen, weil jemand vielleicht einen emotionalen Ausbruch hat oder irgendein Durchbruch erfolgt ist. Dann habe ich da halt die Möglichkeit nach mehr Flexibilität, was ich in den öffentlich geförderten Beratungsstellen nicht habe. Die gehen immer nach Schema F, 50 Minuten, 90 Minuten, immer das Gleiche. Und das geht nicht. So, dann ist die Frage der Beratungsstelle, welche ich empfehlen würde. Trotzdem haben die alle eine gute Qualifikation. Die haben alle die gleiche theoretische Ausbildung. Und dann ist es egal, ob ich zur Caritas, AWO, zur evangelischen Landfrauenjugend, wow, ich weiß, bei uns habe ich gehört, die katholische Kirche hat auch so eine Beratungsstelle, die sogar nicht konfessionelle berät, die soll ganz gut sein, wird öffentlich nicht gefördert, wird irgendwie von einer, ich weiß gar nicht, was das ist, wie die aufgebaut ist. Also kann man auch machen. Dann gibt es ja AWO, hatte ich schon, Lebenshilfe. In Berlin ist das die EFB, heißt das, glaube ich. Dann gibt es die staatlichen Einrichtungen, die also direkt an das Jugendamt angegliedert sind, wo also praktisch städtische Mitarbeiter sitzen, die in der Verwaltungsorganisation der Stadtverwaltung eingebunden sind. Da kann man alles Mögliche machen. Am Ende ist es mir egal, oder wäre es mir auch als Vater egal. Ich finde, jede dieser Beratungsstellen kann man nehmen. Und nicht die eine kannst du nehmen und die andere nicht, weil wenn ich jetzt vorher eine sage, die musst du nehmen und jetzt schlägt das Jugendamt, weil die bezahlen den Scheiß am Ende, eine andere vor, ja, habe ich Pech gehabt. Und wenn ich eine private nehme, geht natürlich auch, da können Sie jeden Mediator nehmen und so weiter. Den Pastor können Sie auch nehmen. Oder wenn Sie Muslim, Mohammedaner, heißt das, glaube ich, sind, dann können Sie auch Ihren, nee, bei der Rabbi ist das bei den Juden, bei den
Mohammedanern, da gibt es auch jemanden, den Ältesten, der das da macht. Also selbst den kann man nehmen, ist auch eine Beratungsstelle. Geht also alles. Wichtig ist, man hat jemanden dazwischen, der es übersetzt. So, ich möchte das Wechselmodell, wohne aber aktuell 200 Kilometer vom Kind weg. Ich möchte in die Nähe des Kindes ziehen und mir dort einen Job suchen. Was passiert, wenn ich das bis zum Gerichtsverfahren nicht schaffen sollte? Kann man da etwas vereinbaren? Nein, Sie kriegen das Wechselmodell im Normalfall nicht aufgrund von Versprechungen in die Zukunft. So, dem Motto, ach, wenn ich das Wechselmodell habe, dann hole ich mir eine Wohnung. Nein, ich muss erst die Fakten und die Basis schaffen. Ich kaufe das Haus. Kaufen Sie das Haus der Mutter, schmeißen Sie die Nachbarn raus, ziehen Sie ins Haus ein und dann sagen Sie, oh, ich möchte ein Wechselmodell, weil das Kind geht jeden Tag eh an mir vorbei. Also erst Fakten schaffen. Und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Diese Frage stellt sich nicht. Wenn Sie es nicht schaffen, schaffen Sie bitte die Voraussetzung dafür, dass Sie es schaffen. Punkt. So, Marina schreibt, sind Fälle bekannt, dass das Wechselmodell über zwei Städte mit 400 Kilometer Entfernung erfolgreich funktioniert, zum Beispiel mit zwei Schulen? Nein. Also nämlich überlegen. Nein. Solange, das mag vielleicht funktionieren, wenn Sie einen Privatjet haben oder sowas, dann mag das gehen, aber ansonsten, oder ein Hubschrauber, dann kann das Kind immer hin und her fliegen, aber mit 400 Kilometer vergessen Sie es. Welche Auswirkung hat es, wenn der Martina schreibt, welche Auswirkung hat es, wenn der betreuende Elternteil gerichtlich vereinbarte Gespräche abbricht? Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Wow, dann gehe ich auf die Kommunikationsverweigerung ein und sage, wow, dieser Elternteil ist unzuverlässig, den seine Zusagen, der hält sich an nichts, der bricht immer die Kommunikation ab, wir wollen die Kommunikation verbessern und so weiter. Und dann will ich kein Wechselmodell mehr, dann will ich das Sorgerecht haben. Da gehe ich richtig, bäm, richtig rein. Kinder sind nicht anwesend, also da würde ich sagen, bäm, also bitte das auch machen. Das heißt, die wichtigsten Punkte für das Wechselmodell sind die Kommunikation und die Nähe der Wohnorte. Ja, Punkt. Sven, ab welchem Alter ist ein Wechselmodell möglich? Was ist, wenn das Kind mit dem Wechselmodell nicht zurechtkommt und der andere Elternteil das Wechselmodell trotzdem nicht beenden will? Das ist ja jetzt eine sehr theoretische Frage. Also ab welchem Alter ist ein Wechselmodell möglich? Ich denke so ab 8 Stunden nach der Geburt aus meiner Möglichkeit oder 8 Wochen nach der Geburt, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich gibt es in der Forschung keinen definierten Begriff, wo man sagt, ab dem Alter ist das Wechselmodell möglich. Ich weiß einen Fall, da haben wir gerade das Gutachten gekriegt aus Hamburg. Da hat die Sachverständige behauptet, dass Kind wäre mit, ich glaube, 3 Jahren zu jung für ein Wechselmodell oder mit 4 Jahren. Ich kenne aber durchaus andere Fälle, wo ich mit 4 Jahren ein Wechselmodell hinbekommen habe. Also da sollte es keine Altersgrenze geben. Das ist Blödsinn. Das sollte funktionieren. So, was ist, wenn das Kind mit dem Wechselmodell nicht zurechtkommt? Wow, ist mal die Frage, warum sollte das Kind mit dem Wechselmodell nicht zurechtkommen? Wenn das Kind den anderen Elternteil besucht, wechselt das Kind auch. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, das Kind kommt mit dem Wechselmodell nicht zurecht. Da muss ich die Frage stellen, warum kommt das Kind mit dem Wechselmodell nicht zurecht? Habe ich vielleicht das falsche Wechselmodell? Wenn ich ein 7 Tage Wechselmodell habe, also eine Woche bei dem einen und die andere Woche bei dem anderen und das Kind ist zu klein, dann habe ich möglicherweise zu große Abstände da drinne. Dann kann ich zum Beispiel mit dem Kind darüber reden und auch mit dem anderen Elternteil in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle, dass ich das Wechselmodell gegebenenfalls modifiziere. Oder wenn ich vorher dieses Modell hatte, das Kind wird älter, dass ich dann, damit das Kind weniger Wechsel hat, hier hat das Kind 4 Wechsel, hier hätte das Kind in 14 Tagen und hier habe ich 2 Wechsel in 14 Tagen. Das heißt, wenn das Kind mit dem Wechselmodell nicht klarkommt, muss ich halt gucken, wie kann ich das Wechselmodell modifizieren. So.
Und wenn der andere Elternteil das Wechselmodell trotzdem nicht beenden will, wie gesagt, da muss ich erstmal gucken, warum scheitert das Wechselmodell? Und wenn der andere Elternteil das Wechselmodell nicht beenden will, dann ist ja die Frage, was spricht für ein Wechselmodell? Und wenn ich jetzt unbedingt ein Wechselmodell beenden will, laufe ich auch Gefahr. Und ich habe gerade in Hannover einen Fall durch. Da wollte die Mutter, war die Mutter der Meinung, das Kind käme mit dem Wechselmodell nicht zurecht und wollte das Wechselmodell beenden. Ende vom Lied ist, das Wechselmodell ist jetzt beendet. Das Kind lebt jetzt beim Vater. Also muss man immer vorsichtig sein, was man da fordert. Was halten Sie von einem Wechselmodell auf Zwang, trotz Hochstrittigkeit oder bei häuslicher Gewalt, lieber Sven? Ja, bei häuslicher Gewalt ist immer die Frage, wer macht gegen wen, wann, wie, wo Gewalt. Dann sollte generell der Umgang auch in Frage gestellt werden. Dann ist ja die Frage, warum ist das Wechselmodell vorher zugestimmt worden? Was ist die Hochstrittigkeit? Auch dann ist das, was ich vorhin sagte, dann ist das durchaus ein Grund, weswegen das Wechselmodell nicht geht. Dann sollte man aber vorsichtig diese Punkte erörtern. Was ist das Problem? Und wenn man dann gut vorbereitet ist, gegebenenfalls auch beim Gericht, aber bitte mit Vorbereitung, mit guter Vorbereitung, einen entsprechenden Antrag auf Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder Sorgerechts stellen, damit das Wechselmodell beendet werden kann. Aber, so wie ich das ja eben schon sagte, ich sehe gerade, der Vater aus Hannover, von dem ich gerade erzählt habe, dessen Wechselmodell beendet worden ist zu seinen Gunsten, ist auch gerade online. Genau, kennt die Geschichte. Also, trotz Hochstrittigkeit oder bei häuslicher Gewalt, vorsichtig, man kann ein Wechselmodell selbstverständlich beenden, aber man sollte das gut, beziehungsweise nicht nur gut, sondern sehr gut vorbereiten. So, der Oliver schreibt, meine Beratung hat mal gesagt, das Wechselmodell ist ab dem 4. Lebensjahr empfohlen und nicht früher. Ja, das ist das, was ich ja vorhin sagte, so ab dem 4. Lebensjahr habe ich die Fälle erlebt, wo man es machen kann. Ich habe es auch vorher so mit Brei und Keks erlebt. Wie gesagt, es gibt keine genaue Grenze. Da gibt es in der Literatur keine Forschungsergebnisse, wo man jetzt sagt, also mit 2 Jahren und 9 Monaten geht es nicht. Ich habe jetzt während der Corona-Zeit einen Fall, da ist das Kind, glaube ich, 2 Jahre alt, lebte eigentlich beim Vater, ist dann aber während der 3 Monate Corona-Zeit auch in ein Wechselmodell gekommen, weil der Vater gar nicht so viel Zeit hatte. Da hat es 3 Monate funktioniert. Das Kind ist jetzt 2 Jahre alt. Also geht auch. So, Thomas schreibt, wie groß muss die Räumlichkeit bzw. Wohnung für ein Kind mit 3 Jahren sein? Wohnung mit Kinderzimmer, 2- oder 3-Zimmer-Wohnung? Ist auch wieder eine Frage, die man so nicht nach Quadratmeter etc. beantworten kann, aus verschiedenen Gründen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich wohne. In einer Großstadt wie München oder Frankfurt habe ich wahrscheinlich eher weniger Quadratmeter, als wenn ich in Ostfriesland oder Mecklenburg-Vorpommern wohne. Ich halte es für wichtig, dass das Kind ein eigenes Kinderzimmer hat. Punkt. Ob Vati oder Mutti ein eigenes Zimmer hat, halte ich im Zweifelsfall für weniger wichtig. Wenn Vati oder Mutti damit klarkommt, auf der Couch zu schlafen, dann reicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit, weiß nicht, vielleicht sogar mit 40 Quadratmetern, wo das Kind aber sein eigenes Zimmer hat. Also es muss kindgerecht eingerichtet sein. Und wenn das Kind, wenn das fürs Kind in Ordnung ist, dann passt das. Also es sollte eine kindgerechte Wohnung sein. Wenn das Kind aber so wie bei Harry Potter unter der Kellertreppe leben muss, halte ich das nicht für kindgerecht, für ein Kind. So.
Die liebe Martina schreibt, lieber Herr Kreit, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Seminar. Ich hoffe auf baldigen Gerichtstermin. Ich wollte das Wechselmodell, Vater verweigert Gespräche, Kinder wollen zu mir. Ich habe wieder Hoffnung geschöpft. Herzlichen Dank. Liebe Martina, ich bedanke mich. Mir machen diese Seminare Spaß. Ich versuche das immer sehr knackig zu machen, sehr kurz. Und ich glaube, die meisten Zuschauer können mir da auch folgen. Wir kommen immer sehr diszipliniert durch von der Zeit und kommen trotzdem auf die wesentlichen Fakten. Danke, dass Sie da waren. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Webinar oder vielleicht auf einem der Live-Seminare wieder. So, aktuell noch drei Fragen. Können die Kosten für doppelte Lebensführung des Kindes, zum Beispiel Schulutensilien, Kleidung und so weiter, steuerlich geltend gemacht werden? Ist eine steuerrechtliche Frage. Steuerberatung obliegt den steuerberatenden Berufen. Ich würde grundsätzlich erstmal alles angeben als Mehrbedarf, als außergewöhnliche Belastung. Ich würde alles erstmal versuchen. Am Ende gibt es im Zweifelsfall, kann das Finanzamt immer noch streichen oder ein Gerichtsurteil, wer das dann nicht anerkennt. Wobei auch die Frage ist, Schulutensilien bei doppelter Haushaltsführung, braucht das Kind trotzdem nur ein Mathebuch. Ne? Kaufe ich zwei Mathebücher, dann sind wahrscheinlich doch die Mathebücher, so wie ich meine Steuererklärung kenne, sind das Bildungsausgaben, glaube ich. Nee, gar nicht. Das sind nur meine Schulbücher, glaube ich, drauf. Ich glaube, die Schulbücher der Kinder dürfen da nicht mit drauf. Also wenn ich Bildungskosten steuerlich geltend machen darf, dann kann ich natürlich auch doppelte Bildungskostengeltung geltend machen. So, wie werden Schul- und Kita-Zeiten in der prozentualen Berechnung bewertet? Zu welchem Elternteil hinzugerechnet? Immer zu dem Elternteil, wo das Kind lebt. Oder wo es gemeldet ist. So, Thomas, ja, auch Dankeschön, super Seminar. Danke, dass Sie da waren und auch danke für Ihre sehr interessanten Fragen, auch für alle anderen, die hier Fragen gestellt haben, auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere geht. Ich gucke, wir haben wenige Fragen noch. Ich denke, wir ziehen die 8 Minuten noch durch. Bleiben Sie ruhig noch dran, vielleicht kommt noch irgendwas Wichtiges. Ich bedanke mich für die, die schon gehen oder aus dem Internet fliegen oder was auch immer, bedanke ich mich aber an dieser Stelle auch schon mal recht herzlich dafür, dass Sie da waren, sei es durch Ihre Fragen oder sei es auch einfach nur, dass Sie als Zuschauer dabei waren. So, vielen Dank für die letzten Gespräche. Jürgen, vielen Dank, dass Sie auch da sind. Schön, Sie auch hier zu sehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich keine Wechselklamotten bekomme, beziehungsweise nur Harzer-Klamotten, obwohl ich es regelmäßig anfordere? Wow, ganz wichtiger Punkt, absolut Fresse halten. Das ist eine typische Provokation, sind Sie nicht der Erste, drauf geschissen auf die 50 oder 100 Euro oder 200 Euro, dann gehen Sie mit Ihrem Kind einmal einkaufen, H&M, Esprit ist gerade pleite, macht Räumungsverkauf, dann kaufen Sie Ihr Kind halt permanent neue Socken. Wow, ich kenne das von früher auch. Sie glauben gar nicht, wie oft ich meinem großen Sohn Socken und Unterwäsche gekauft habe. Und die Socken kamen auch irgendwann zurück, aber immer dann, wenn sie zu klein waren. Furchtbar, egal, lachen wir weg. Ich habe andere Probleme, dann kaufe ich Socken, dass die 20 Euro habe ich. Wenn die Mutter dem Kind nicht mal ein paar vernünftige Socken anziehen kann, sagt das mehr über die Mutter aus als über mich. Und wenn ich mich darüber aufrege, sagt das was über mich aus. Also ich schlucke das runter, interessiert mich nicht, ich fokussiere mich auf andere Sachen. Soll die Alte dem Kind keine Klamotten kaufen? Wenn die zu doof ist, dann kaufe ich meinem Kind die Klamotten. Bei mir kriegt mein Kind immer anständige Klamotten an. Punkt. So ist auch eine Wertschätzung gegenüber meinem Kind, die ich mache. Nur weil die Mutter so einen Blödsinn macht, mache ich das an meinem Kind nicht. Ich lasse das niemals an meinem Kind aus. Anonymer Zuschauer. Hallo Stefan hier. Wow. Jetzt ist es so, ich kenne ganz viele Stefans. Anonymer Zuschauer. Hallo Stefan. So. Vielen Dank auch von mir. Wo sind die Kinder denn letzten Endes gemeldet? Ist das relevant? Es kommt drauf an, wenn es ein echtes Wechselmodell ist, ist das erstmal
Irrelevant. Also wenn da geregelt ist, das Kind ist 7 Tage bei dem einen, 7 Tage bei den anderen, dann ist das sicherlich ein Wechselmodell. Unabhängig davon, wo das Kind gemeldet ist. Das ist also irrelevant. So. Genau wie mit Provokation der Mutter umgehen. Wow. Thomas fragt das nochmal, Provokation der Mutter. Einfach ignorieren. Lernen Sie mit Provokationen umzugehen. Provokationen, wow, das ist perfekt, dass die Frage heute kommt. Ich habe hier eine Lampe stehen. Ne, so eine kleine, ich hoffe, ich schmeiße die jetzt nicht runter, ich mache die nicht kaputt, dann dreht sich. Also Provokationen sind wie eine Lampe. Eine Provokation, so, ich leuchte sie mal an, ist der Lichtschalter an der Lampe. Ich mache die Lampe jetzt mal aus. Und wenn jemand Provokationen macht, dann will er einen Knopf drücken. Den Alarmknopf, damit eine Lampe nicht leuchtet, eine Lampe leuchtet. Wie bei einem Lichtschalter. Provokation ist Lichtschalter drücken. Lichtschalter drücken, Licht geht an. Wow, das ist richtig wichtig. Ich hoffe, alle, die da sind, ihr habt Glück gehabt. Das ist was richtig Wichtiges, was ihr jetzt lernt. Provokation. Ne? Provokation kommt. Das ist Sinn und Zweck der Provokation. Licht geht an. So, die Frage, Thomas, die Sie gestellt haben, ist, wie gehe ich mit der Provokation um? Ich trenne einfach die Stromzufuhr. Wow, jetzt hantiere ich mal ein bisschen rum. So, ich hoffe, ich schmeiße hier jetzt nicht alles kaputt. So. Ja, doch, es funktioniert. So, meine Lampe ist jetzt kaputt. Also, wie gehe ich mit einer Provokation um? Das lernen wir übrigens auch in den Seminaren. Da gehen, machen wir wirklich, widmen wir uns dem Thema. Ich ziehe den Stecker. Wenn jetzt die Provokation kommt, also es wird auf den Lichtschalter gedrückt, auf die Provokation, es passiert nichts. Das ist das, was ich lernen muss. Das heißt, ich durchtrenne die Stromzufuhr. Zack. Und die Provokation kommt. Es passiert hier mit der Lampe nichts mehr. Das ist das, was ich machen muss. So, und jetzt passiert bei den Provokateuren Folgendes. Die haben gelernt, wenn sie einen Lichtschalter drücken, dann geht Licht an. Und wenn jetzt hier keine Reaktion mehr kommt, dann machen die Provokateure, wie so ein Affe, drücken die da tausendmal drauf. Also lernen sie, die Stromzufuhr zu durchbrechen, weil dann gibt es mehr Provokationen von dem anderen Elternteil und dann haben sie das, was sie wollen, nämlich, dass der andere Elternteil derjenige ist, wo man die Provokationen auch erkennt. Und wenn der andere Elternteil die Provokationen erhöht, gewinnen sie das Gerichtsverfahren. Also, provozieren Sie den anderen dahingehend, dass er Sie mehr provoziert. So, jetzt bin ich hier total verkabelt. Aber das war eine tolle Frage, Thomas. Wow, ich hoffe, Sie haben es verstanden. Ich habe mich jetzt hier völlig verheddert. So, aber das war es mir wert. Tolle Frage. So, haben Sie das mit den Provokationen verstanden? Thomas, ich blende Sie mal aus. Hand hoch, wer hat das mit den Provokationen verstanden? Oh, ihr seid toll, ihr seid die Besten. Okay, die Hälfte schläft oder ein Drittel schläft, aber viele haben die Provokation, haben das verstanden mit den Lichtschalter, auch wenn ich hier meinen halben Arbeitsplatz auseinandergerissen habe heute. Dankeschön, danke für diese richtig gute Frage. So, ich bin neu, den Haken unabsichtlich gesetzt. Alles klar. Lieber Stefan, den Haken gesetzt. Ganz kurz auch zu den Anonymen. Ich spreche immer mit Vornamen an, sodass auch grundsätzlich jeder anonym bleiben kann. So. Hallo, gibt es eine Möglichkeit, das Wechselmodell gegen den Willen des anderen Elternteils durchzubekommen, wenn das Kind das aber möchte? Das ist das, was ich eingangs zitiert habe. Das Wechselmodell kann auch gegen den Willen des anderen Elternteils durchgesetzt werden, hat der Bundesgerichtshof gesagt. Die Einschränkungen hatte ich vorhin genannt, sprich Kommunikationsbereitschaft und so weiter. Dann ist es auch, hier kam, glaube ich, auch irgendwo noch die Frage nach den
Kindeswillen, wie weit der Kindeswille da ist, wichtig ist, da kommt es auch auf den Alter, das Alter des Kindes an. Je älter das Kind ist, desto eher geht das Wechselmodell durch. Mit 14 kann das Kind sich im Grunde genommen einen eigenen Anwalt nehmen oder zieht das Modell einfach durch. So. Meine Kindesmutter provoziert extrem. Alles klar, Thomas, ist genau das. Ich hoffe, Thomas, bitte nochmal schreiben. Also Klappe halten, Strom weg. Genau, hier ist die Antwort von Ihnen auch, Thomas. Wow, absolut geil, Sie haben es verstanden. Denken Sie, wenn die Mutter Sie wieder provoziert, denken Sie an mein Experiment mit dem Lichtschalter, was ich hier gemacht habe. So, schönes Bild, danke. Ich stehe auch aktuell in Dauerfeuer. Bitte denkt an den Lichtschalter. Wow, lächelt es einfach weg. Denkt an den Lichtschalter. Michael, oh, du hast das nicht verstanden. Mit Michael bin ich per Du. Ich kann das nicht nochmal vormachen. Licht an, Licht auf. Ah, war ein Scherz. Alles klar, super. Danke. alles klar, Michael. Was ist, wenn der Kindeswille im Verfahren nicht hinterfragt wird, sondern man sich nur auf den betreuenden Elternteil bezieht, dann ist das rechtliche Gehör des Kindes verletzt. Ist eher eine juristische Frage, ist eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht, soweit ich das als juristischer Laie beurteilen würde. Bitte hier auch immer von aufpassen. Ich kenne zwar deine Akte, lieber Michael, aber grundsätzlich ist auch immer die Frage, muss es hinterfragt werden, auf welche Art und Weise? Es muss befragt werden, hinterfragt und so weiter. Ist natürlich immer sehr kompliziert. Wir machen, wow, das ist ein tolles Thema. Ich schreibe mir das mal auf. Ich glaube, der Kindeswille. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen, wenn ich mich umdrehe. Also, ich habe Martina, Thomas und zweimal den Sven hier noch. Martina fragt, leider besteht seine Provokation aus Nichtbeantwortung von Fragen. Ist das wieder mangelnde Kommunikationsbereitschaft? Ja, selbstverständlich. Das ist mangelnde Kooperationsbereitschaft, das übers Jugendamt machen. So. Thomas fragt, wie damit umgehen, wenn die Kindesmutter nach dem Umgang behauptet, Kind hatte Sonnenbrand und Schmerzen, obwohl unwahr. Lieber Thomas, woher wollen Sie wissen, ob das Kind nach dem Umgang Sonnenbrand hatte oder Schmerzen hatte? Oder es danach ist das Kind nicht mehr bei Ihnen. Bei Ihnen hat das Kind keine Schmerzen und keinen Sonnenbrand gehabt. Bedanken Sie sich bei der Kindesmutter für die Information fragen Sie, ob man sich da beim nächsten Mal nochmal zusammensetzen soll und da nochmal ins Detail gehen kann, ob da in Ruhe nochmal drüber reden kann. Zack, haben Sie nämlich ein Thema für Kommunikation. Reden Sie mit der Mutter darüber, beweisen Sie Kommunikationsbereitschaft. Wie soll ein Wechselmodell funktionieren, wenn mein Sorgerecht ohnehin permanent unterwandert wird, weil die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat und zahlreiche Institutionen jedemals nur diesen folgen? Das ist das, wenn Sie von Anfang an dabei waren, wenn das alles unterwandert wird und das nicht funktioniert, dann kann auch ein Wechselmodell nicht funktionieren. Das ist genau das, was ich ja sagte. Wenn es Stress gibt, kein Wechselmodell. Institution, genau, das habe ich so. Noch zwei Fragen von Sven und dann ist Feierabend. Inwieweit spielt die Bindungstheorie bei dem Wechselmodell eine Rolle, gerade wenn Sie ein Wechselmodell für Kleinstkinder gut finden? Wow, ich habe nicht gesagt, dass ich das unbedingt gut finde und dass ich es präferieren würde. Ich habe eingangs auch darauf hingewiesen, dass es sicherlich von Situation zu Situation unterschiedliche Betreuungsmodelle geben kann. Auch in einem Ehemodell ist es ja so, dass Vater und Mutter sich im Idealfall gegebenenfalls abwechseln und beide die Bindung zum Kind aufbauen können. Spricht also auch nicht gegen ein Wechselmodell. Muss man also immer gucken, wie ist die Bindung auch, wird die aufgebaut. Geht ja auch, ja auch eine Mutter ist ja im Zweifelsfall nicht permanent mit dem Kind alleine. Wir wollen ja, dass die Väter sich um die Kinder kümmern.
So, was macht das Wechselmodell besser gegenüber dem Residenzmodell oder erweiterten Umgang außer der Elterngleichberechtigung? Alles klar, Elterngleichberechtigung schmeißen wir mal weg, weil um die Eltern geht nicht, sondern es geht einzig und allein um die Kinder. Was macht das besser? Wow, das Kind hat halt die Möglichkeit, mit beiden Elternteilen paritätische Zeit zu verbringen. Das Kind hat zum Beispiel die Möglichkeit, wow, hier, was ich vorhin hatte, bei diesem 2-2-3-Modell, einen festen Tag mit Mutti zum Reiten zu machen und montags den festen Tag einmal die Woche mit Papi in die Handballgruppe zu gehen. Das wäre ein Vorteil. Muss man von Fall zu Fall gucken. Ich habe einen Fall in der DDR oder sowjetische Besatzungszone oder wie das jetzt heißt, gehabt. Da hatte der Vater mit dem Kind also auch, ich glaube, einmal die Woche, die hatten Breakdance oder irgendwie sowas. Da macht das ja Sinn, dass ich da auch viel Zeit mit dem Vater verbringe. Für den Sohn war es aber auch wichtig, viel Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Also war hier ein Wechselmodell durchaus vorteilhaft. Und ich habe ja gesagt, eingangs, dass das Wechselmodell nicht für jedermann das richtige Modell ist. Es ist für viele Kinder ein tolles Modell. Es erfordert aber auch, hat ein paar Anforderungen, die in dem Modell begründet sind, die es manchmal auch schwierig machen. So, ja, ich hoffe, die Frage damit auch allgemein beantwortet. So, dann habe ich keine Fragen mehr. Ich kriege hier noch ein paar Dankeschöns. Das bedeutet mir immer eine ganze Menge. Danke auch von meiner Seite. Für das Dankeschön. Das zeigt mir, dass ich die Mühe, die ich mir gemacht habe, dass es das auch wert war. Es hilft mir oder es hilft uns allen, hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Wenn die Infos wertvoll waren, wow, dann weiß ich, habe ich es richtig gemacht. Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und freue mich, wieder von Ihnen zu sehen und zu hören. Ich winke, ich sage Tschüss und wünsche allen einen schönen Abend.